Hier möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie jetzt in dieser Schnittansicht sich Ihre AutoCAD-Datei oder Ihre AutoCAD-Unterlage einfügen können, besser gesagt referenzieren können, um dann auch im Schnitt eine gewisse Vorlage zu haben zur Orientierung. Bevor man das allerdings machen, möchte ich hier ein bisschen aufräumen, den Schnitt noch ein bisschen vorbereiten, dass ich mich dann leichter tue, um die Vorlage einzufügen. Wenn nichts ausgewählt ist in der aktuellen Ansicht, dann und Sie gehen die Eigenschaftenleiste, dann sehen Sie hier die Eigenschaften der Ansicht. Und ich möchte jetzt hier diesen Rahmen deaktivieren und dazu tue ich den Zuschneidebereich und den Rest mal komplett ausschalten. Dann sehe ich ja meine Ebenen besser. Ich möchte noch den Projektbasispunkt anzeigen. Den sehe ich ja, wenn ich hier in meinem Schnitt 2 bin. Also das ist hier mein Schnitt 2. Und ich schaue nach unten, dann sehe ich auch meinen Projektbasispunkt. Aufpassen, im Schnitt 1 werden Sie ihn nicht sehen. Ja, weil Sie ist quasi, das ist meine Schnittachse und Sie schauen hier nach rechts, dann werden Sie den Projektbasispunkt vergeblich suchen. Aber in Schnitt 2, dann sollte man sehen, deswegen möchte ich ihn ja auch einschalten. Gehe also hier auf die Überschreibung der Darstellung und suche jetzt hier das Grundstück und hier meinen Projektbasispunkt. Hier ist er. Und hier sollen die sicherstellen, das hat mir eh schon geändert, dass er, oder das ist natürlich Geschmackssache, aber in meinem Fall möchte ich den bitte auf der Ebene Erdgeschoss, Oberkante, Rohfußboden haben. Ja, es gibt auch eine andere Ansicht, die haben das lieber auf dem Fertigfußboden. Ich persönlich bevorzuge die Rohdecke, Oberkante. Ja, das ist eigentlich erstmal alles, was wir einstellen müssen. Jetzt können wir im nächsten Schritt hier mal unsere AutoCAD-Datei referenzieren. Ich gehe also hier auf die Registerkarte einfügen, wie wir es eh schon gemacht haben. Gehe auf CAD verknüpfen, suchen jetzt hier die passende Schnittdatei. Hier muss man ein bisschen aufpassen mit der Ebene, denn normalerweise wird das immer auf Grundrissebene eingefügt. Jetzt haben wir aber eine Schnittebene. Wir müssen allerdings dann für die 3D-Ausrichtung, sofern wir das Ganze auch im 3D sehen wollen, hier eine Platzierungsebene verwenden. Und hier würde ich jetzt vorschlagen, im Prinzip ist das eigentlich egal. Ja, aber ich würde jetzt doch einfach aus Konsistenzgründen, das macht die Sache etwas einfacher, dann nachzuvollziehen, hier eine Ebene wählen, die ein bisschen logischer ist als jetzt die Fundamentunterkante, als die quasi die unterste Ebene. Wobei momentan können Sie das hier nicht auswählen, das ist ja momentan nicht möglich. Das können wir dann nicht ganz später machen, also wir lassen es erstmal so. Die Einheiten, das können wir auch übernehmen. Wenn Sie das nicht im 3D sehen wollten, sondern nur explizit in dieser Ansicht, dann können Sie auch nur sagen, nur in aktueller Ansicht anzeigen. Ja, dann wird das eh ausgegraut und dann sehen Sie diese DWG-Datei nur in dieser Ansicht, sonst nirgends. Ja, ich möchte allerdings Ihnen das Ganze auch dann in 3D zeigen, möchte auch in 3D arbeiten können, wobei das eigentlich eher eine Spielerei ist. Ist nicht wirklich, also ich glaube bei diesem Projekt nicht wirklich wichtig, aber wer will, kann das machen und deswegen tue ich das deaktivieren, möchte also auch diesen Schnitt woanders sehen. Im Übrigen werden Sie dann noch sehen, wenn Sie so arbeiten, wenn Sie diese Schnittdarstellung auch in anderen Ansichten sehen können, dann ist es ein bisschen komplizierter. Ja, da muss man ein bisschen mehr denken, auch ein bisschen mehr an- und ausschalten, was die Sichtbarkeit angeht. Also wenn Sie das nicht wirklich brauchen, dann empfehle ich das nur. Und Sie sind sich ganz sicher, ich möchte es nur in dieser Ansicht sehen, sonst nirgends. Dann ersparen Sie sich einige Arbeit, wenn Sie einfach diese Option hier aktivieren. Ansonsten, wenn Sie es wie ich jetzt machen wollen und das Ganze meinetwegen zumindest auch im 3D sehen wollen, dann können Sie durchaus hier diese Das deaktivieren müssen allerdings jetzt, was Sie in der Folge sehen werden, noch ein paar Einstellungen mehr tätigen. Ja, Auto Mitte zu Mitte, das können wir lassen. Meter passt auch, Layer passen auch und wir gehen auf Einfügen. Wie gesagt, ich sage mal Einfügen, aber es ist eigentlich Referenzieren, es wird nicht wirklich eingefügt. Jetzt können wir das Ganze noch ausrichten. Das heißt, diese Kante muss jetzt hier ran und die Ebene muss hier unten ran. Aber aufpassen, bevor wir das machen, müssen wir jetzt hier noch der DWG-Datei eine andere Referenzebene zu oder Basisebene zuordnen. Und zwar möchte ich, dass das hier auf der Ebene EG Oberkante Rohfußboden ist. Und jetzt tun wir das Ding noch ausrichten. Dazu gehe ich auf Ausrichten und wähle jetzt hier diese Ebene aus und tue es quasi vertikal, dass sie entsprechend zuordnen. Diese Linie soll quasi jetzt an dieser Kante ausgerichtet werden. Das haben wir es quasi in der Vertikal ausgerichtet. Jetzt tun wir das Ganze noch horizontal ausrichten. Bin immer noch Befehl ausrichten. Klicke jetzt hier meine, wenn wir so wollen, Achse an und möchte jetzt hier diese Wandlinie an dieser Achse hier ausrichten.
Jetzt haben wir das fixiert. Es empfiehlt sich vielleicht nochmal eine Kontrolle, dass man die Richtung nicht durcheinander gehauen hat. Dazu gehe ich nochmal in einen Grundrissdarstellung. Wir kontrollieren nochmal. Ich habe jetzt hier einen Schnitt, Schnitt S2. Ich schaue jetzt hier runter und müsste im Prinzip jetzt hier die Terrasse haben. Ja, die ist jetzt quasi rechts, wenn ich quasi jetzt hier runterschaue. Und dann kommt schließlich hier links das Haus an. Stimmt das? Ja, wir sehen hier rechts die Terrasse und hier links das Haus. Also das sollte ganz gut funktionieren. Ja, jetzt können wir noch die Ebenen noch justieren. Dazu werde ich jetzt hier die restlichen Ebenen noch ausrichten. Ich fange von unten an und schiebe jetzt diese Ebene erstmal so grob hier nach oben. Das ist der Oberkante Fertigfußboden. Das wissen wir noch gar nicht, wie der Aufbau das sein wird. Das können wir erstmal so lassen. Jetzt können wir die anderen Ebenen hier ausrichten. Also jetzt kommt hier diese, dann diese. Wie gesagt, alles mit dem Ausrichten-Befehl. Das können wir jetzt vielleicht noch auf 20 cm setzen, dass wir hier sagen, okay, das sind 2 Meter. Was haben wir hier? 20 cm, also 2,55 Meter. Einfach Doppelklick hier drauf und dann können wir hier die Höhe einstellen. Erstmal so grob. Also ich mache jetzt einen Fußbodenaufbau von 20 cm oder 15, nachdem was Ihnen lieber ist. Hier, die Ebene stimmt ja, die haben wir ja, hier haben wir bündig gesetzt, also Oberkante Rohfußboden oder ja, Rohdecke. Den Rest wieder ausrichten, gehe auf den Befehl ausrichten, wähle hier unten die Unterkante meiner Rohdecke an und tue diese Ebene entsprechend daran ausrichten. Hier bleiben wir bei 20 cm, das passt. Hier können wir jetzt auch noch wieder diese Ebene an der ausrichten und diese an der. Hier hat man jetzt, ja, das können wir so lassen erstmal. Hier dasselbe Spiel, das hier und hier oben noch den First legen wir hier drauf. Jetzt haben wir die Ebene quasi in der Höhe ausgerichtet an unserer Vorlage. Die Länge können wir auch noch ein bisschen einkürzen, weil es ist doch relativ lang. Das brauchen wir gar nicht so lang. Wir klicken einfach auf irgendeine Ebene und finden hier diesen Griff. Da ist dieses Schloss aktiviert. Das heißt, da müssten normalerweise jetzt alle mitgehen. Und das tun sie auch. Müssen wir ein bisschen zoomen und fassen hier an und schieben das ein bisschen rüber, damit wir hier den nicht so viele Bereiche haben. Ja, noch ein Stück. So, Doppelklick, mittlere Maustaste. Da ist die noch zu groß. Die können wir, müssen wir allerdings entpinnen. Die ist gesperrt. Also hier die Pinnnadel lösen. Das Ganze hier nach unten schieben. Dann wieder pinnen. Und wir haben unseren Schnitt entsprechend ausgerichtet. Und wenn wir jetzt mal ins 3D schauen, das habe ich schon mal vorbereitet, dann sehen wir jetzt hier das, was ich meinte. Wir sehen jetzt hier den Grundriss und den Schnitt dazu. Ja, um das hier noch zu korrigieren, im 3D schlage ich folgenden Trick vor. Damit jetzt der Schnitt wirklich genau hier auch an der Schnittebene positioniert wird. Wobei ich dazu sagen muss, die ist versetzt. Das ist die Frage ist, welches nehmen wir jetzt, diese oder diese? Ich nehme mal die längere. Dann gehe ich auf die Ansicht von oben. Sehe, hier ist mein Schnitt. Das kann ich mal korrigieren. Das ist hier importiertes Symbol S2 DWG. Und hier ist meine Schnittachse. So. Und jetzt schiebe ich hier das Ganze einfach auf meine Schnittachse, gehe auf den Verschiebebefehl, habe vorher den Schnitt ausgewählt, kann jetzt hier irgendeinen Punkt auf der Schnittebene klicken und fahre jetzt hier rüber. Aufpassen, beschränken Sie noch die Richtung, damit Sie jetzt nicht irgendwie abweichen. Das habe ich hier aktiviert und fahre jetzt hier auf meine Schnittachse ran und raste irgendwo ein. Und jetzt ist mein Schnitt quasi hier an dieser Schnittachse, an diesem Teil der Schnittachse ausgerichtet. Gehen wir jetzt nochmal auf 3D, dann sehen wir jetzt, dass er an der richtigen Position auch im 3D ist. Wie gesagt, wenn Sie das nicht brauchen, nicht wollen, dann tun Sie das deaktivieren. Wie gesagt, dann haben Sie halt weniger Stress. Ja, man sieht auch hier, dass man hier noch ein bisschen Probleme bekommt mit den Layern. Ein paar Layer gehen da nicht ganz mit. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt auch im AutoCAD im 3D sind. Schauen wir uns mal im AutoCAD im 3D an. Dazu gehe ich nochmal ins AutoCAD rüber und mal gehen wir hier auf 3D. Ah, hier sind die Achsen interessanterweise ausgeschaltet. Hier Achsenraster. Na, hier ist eigentlich okay. Ja, hier ist eigentlich alles wirklich 2D. Nur wenn ich jetzt hier im Revit bin, dann wird es auf einmal 3D draus.
Es ist ja so räumlich verzogen. Ja, woran das liegt, weiß ich jetzt nie. Aber ich kann die ja zur Not auch ausschalten, diese Achsenraster. Die stimmen so momentan sowieso nie. Die sind irgendwie nicht mitgekommen. Aus irgendeinem Grund spinnt er da ein bisschen rum. Ja, woran das liegt, weiß ich nie. Ja, muss ich passen. Okay, so viel dazu zum Einfügen von Schnitten als oder von DWGs in Schnitten. Und das Ganze auch in 3D, nicht nur in 2D. Für den Fall, dass Sie auch im Schnitt arbeiten wollen, können Sie auch hier, wie auch bereits im Grundriss, noch ein Arbeitsebenenraster hier erzeugen. Das setzt allerdings voraus, dass Sie überhaupt eine Arbeitsebene haben. Wenn Sie nämlich jetzt hier auf Architektur gehen und die Arbeitsebene anzeigen, dann fragt es Sie, es gibt keine Arbeitsebene, weil man im Schnitt nicht unbedingt jetzt zeichnet oder arbeitet. Wenn Sie das wollten, dann müssen Sie eine Arbeitsebene zunächst festlegen, um dann im Prinzip ein Arbeitsebenenraster zu machen. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das muss erstmal in den Grundriss gehen. Wir möchten es also sichtbar machen. Da keine festgelegt ist, sagen wir jetzt hier nein erstmal und das schauen wir am Grundriss nach und haben wir da irgendwelche Ebenen zur Verfügung. Wenn wir jetzt hier schauen, wäre im Prinzip das die nächstbessere Ebene, die wir nehmen könnten. Oder halt dann später irgendeine Rasterebene oder sie erzeugen sich wie hier noch eine Referenzebene. Das ginge auch. Ich würde jetzt, da ich in diese Richtung gehe, jetzt mal für Vorführzwecke diese Ebene nehmen. Die Ebene heißt Y-Ursprung, also mit der werde ich jetzt arbeiten. Die ich als Arbeitsebene verwenden, gehe also zurück in S2, gehe jetzt wieder auf Architektur, dann auf Arbeitsebene festlegen und wähle jetzt hier aus Y-Ursprung. Das soll jetzt meine Arbeitsebene sein. Und wenn die jetzt angeblendet ist, dann habe ich jetzt auch ein Arbeitsebenenraster. Und jetzt können Sie genauso, wie wir das auch schon gemacht haben, hier einen Abstand festlegen. Ich auch hier wieder nämlich auf 12,5. Baurichtmaß. Aufpassen, Punkt 5, nicht Komma 5. Ja, okay. Und das ziehen wir zusammen. So, hier können wir noch die Achse etwas kleiner machen. Wieder Pin. Und zum Schluss noch fixieren. Oder beziehungsweise fixieren müssen Sie ja gar nichts, weil Sie sehen ja hier, das ist eher am Projektbasispunkt ausgerichtet. Und dann hätten wir im Prinzip noch das Baurichtmaß in, ja, in Z-Richtung, wenn Sie so wollen. Mit im Spiel, wer will, kann das so machen. Wenn man im Schnitt jetzt wirklich arbeiten möchte, später ist sicherlich ganz praktisch. Und Sie müssen nur beachten, hier kann es durchaus passieren, dass man hier auch mal die Arbeitsebene ändern muss. Das kann man dann je nachdem, wie man, wo man dann was irgendwie konstruieren möchte, kann man die Arbeitsebene auch jederzeit wieder woanders hinlegen. Ja, so viel dazu, wenn Sie jetzt im Schnitt auch mit Arbeitsebenen arbeiten möchten.